Mann, Alter, Olli. Alter, das ist der 14. Sieg in Reihenfolge. Jetzt ohne Scheiß, Olli. Kannst du mir bitte sagen, was machst du anders als ich? Das ist im Grunde ganz einfach. Du runst deine Monster halt falsch. Was ist das denn? Was ist denn das für eine Rune? Das ist die OP-Rune. Die habe ich aus dem Wunschbrunnen. What the fuck, du verarschst mich, die gibt's doch gar nicht. 999.000er Stat-Boost? Willst du mich verarschen? Hast du schon wieder das Spiel gehackt? Bist du das? Ich würde niemals! Olli, wir haben darüber gesprochen, wenn du das nächste Mal irgendein Spiel hackst, dann ist die Hölle los. Ja, Mann, ich kann nicht richtig ruhen. Bin ich jetzt entlassen? Alter. Das ist mir all die Jahre nicht aufgefallen, Olli. Über 1 Million Spieler in Deutschland können nicht richtig Summoners War spielen. Komm, Alter, da müssen wir was machen. Komm. Schreib dich nicht ab. Lern richtig Summoners War spielen. Und guck die Tutorials von Dr. Freud. Du Arschkrampe. Ja, Leute, wir müssen uns natürlich für die Aktion gerade entschuldigen. Olli hat selbstverständlich das Spiel nicht gehackt. Würde ich niemals tun. Hacken ist voll doof. Gut. Damit hätten wir das Thema auch geklärt an der Stelle. Ja. Olli, warum sind wir heute hier? Ja, weil wir unsere Seelen im Tausch für unfassbare Reichtümer an Comtos verkauft haben. Alter, darüber wollten wir nicht reden. Nicht? Nein. Meinst du, uns würde noch irgendjemand ernst nehmen? Weswegen ernst nehmen? Naja, wenn die Leute da draußen wissen, dass wir für unsere ausgefeilten Tutorials, die ja wirklich gut recherchiert sind, wenn wir da vom Entwickler sogar noch königlich entlohnt werden, ich bitte dich. Also ganz ehrlich, jeder weiß auch, wenn im Titel Hashtag Werbung steht. Dann kann es keinen guten Content bedeuten und wir haben dann unsere Seele ja sowieso verkauft. Ja, aber Moment mal, unsere Tutorials sind nicht gut recherchiert. Was? Ja, ich meine, hast du dir mal die Kommentare unter dem Video angeschaut? Warte. Hier, schau mal, der Menü zum Beispiel, der hat eine komplette Liste fertig geschrieben an Dingen, die wir falsch gesagt haben. Gut recherchiert, my ass, ne? Oder hier, der schreibt... Warte mal ganz kurz. Willst du mir damit sagen, dass sich Leute beschweren? Ja, dass wir Spieler einsteigern und die Arme greifen mit kostenlosen Tutorials, die wirklich dazu da sind, damit die das Spiel verstehen, wir darauf nicht mal Werbung schalten müssen, bei Content, der sowieso ja noch on top kommt und eigentlich, dich niemand beschweren dürfte. Ich glaube, wir müssen uns für die Nummer eben entschuldigen. Der Angelo hat es natürlich nicht so gemeint. Doch, habe ich. Jedes Wort. Ich glaube, wir müssen uns für die Nummer jetzt gerade eben nochmal ganz kurz... Irgendwas läuft hier schief. Ich habe das Gefühl, wir durchleben die ganze Zeit ein und denselben Moment. Weißt du, so ein bisschen wie in Täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich glaube, da hilft nur eine Sache, um diese Routine zu durchbrechen. Den Tutorial anfangen? Yeah! Ganz genau, und deswegen begrüßen wir euch jetzt auch beide recht herzlich zu unserem bereits dritten Summoners War Tutorial. Ja, und jeder fragt sich natürlich, wie werde ich besser in Summoners War? Und ganz klar, stärkere Monster sind das A und O. Und genau deswegen gibt es heute von uns unsere Tipps dazu, wie man seine Monster stärker macht. Lass uns also direkt mit dem ersten Tipp loslegen. Wir haben ja schon immer mal wieder erwähnt, es ist super wichtig, die roten Kristalle nicht auszugeben. Jetzt sagen wir euch auch warum. Wenn ihr nämlich 750 Stück angespart habt, dann könnt ihr mit diesen Kristallen in den Shop gehen, um euch das Premium-Paket zu kaufen. Ihr erhaltet hierbei nämlich insgesamt 11 mystische Schriftrollen, ein Angelmon eines jeden Elements und mit einem kleinen bisschen Glück könnt ihr dann auch die 100.000 blaue Kristalle, die ihr zum Beschwören vom Monster benötigt, damit vielleicht sogar ein 4- bzw. ein 5-Sterne-Monster ziehen. Warte mal ganz kurz, Angelo. Die Leute spammen uns mit Pay-to-Win-Kommentaren voll und dein erster Tipp ist es, dass die Leute sich ein Premium-Paket im Shop kaufen sollen? Und nicht kaufen. Ich meine, ja klar, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und so und ihr wollt es in ein Spiel stecken, dann könnt ihr das selbstverständlich machen, um euch Kristalle zu holen. Aber wir sprechen hier in unseren Tutorials um Free-to-Play-Content, was für mich bedeutet, die 750 Kristalle bekomme ich durchs Spiel irgendwo geschenkt und kann ich mir natürlich auch irgendwie erspielen. Ja, ganz genau. Also bevor jetzt wieder die ganzen Wir hassen Mobile Games, Leute, um die Ecke kommen und schon ihre Messer wetzen. Wir haben euch das schon im letzten Tutorial gesagt, das Spiel wirft euch zahlreiche rote Kristalle hinterher. Da müsst ihr keinen Cent für ausgeben, um das Premium-Paket euch zu erspielen. Das ist kein Hexenwerk, ne? Das ist keine Kunst, da muss man nicht unbedingt tief ins Portemonnaie greifen, sondern einfach nur ein bisschen Spielzeit investieren.
Um seine beschworenen Monster zu verbessern, gibt es tatsächlich diverse Möglichkeiten dafür, unter anderem Erfahrungspunkte sammeln, damit das Monster auflevelt und dementsprechend generell stärker ist. Ihr könnt allerdings auch ein Monster aufwerten, womit es über mehr Sterne verfügt, womit auch das Maximallevel steigt. Andererseits kannst du ein Monster aber auch mit den sogenannten Essenzen, die du in Kairos Dungeon farmen kannst, erwecken. Und wenn du ein Monster erweckst, dann ändert sich nicht nur der Name und das Aussehen von dem Monster, sondern es erhöhen sich ganz schön stark die Grundwerte und es gibt auch neue Skills. Und dann könnt ihr außerdem auch noch das Level der Skills eurer Monster verstärken. Das sind dann unterschiedliche Max-Level, die ihr erreichen könnt. Dafür könnt ihr entweder dasselbe Monster an das Monster verfüttern, dasselbe Monster aus der Familie, also je nachdem, welches Element es hat, oder die sehr begehrten Devilmons. Ob sich das lohnt, einen Devilmon an einem Monster zu verfüttern, das checkt mal lieber im Wiki ab. Die Dinger sind äußerst selten und sollten nicht so überall hingeschmissen werden. Und zu guter Letzt kannst du auch deine Monster durch Runen verstärken. Bevor wir darauf aber eingehen, gucken wir uns nochmal die anderen drei Möglichkeiten an. Ja, fangen wir doch mal erstmal mit dem klassischen Level an. Da habe ich den allerbesten Tipp, der Tipp der Tipps für euch. Ihr geht auf Google, gebt einen Summoner's War XP Farming Guide und drückt Enter. Ist das dein Ernst? Wirklich jetzt? So halb, was ich eigentlich damit sagen will. 1000 Wege führen nach Rom und du wirst im Internet natürlich auch 1000 verschiedene Aussagen finden, weil jeder seine persönliche Strategie hat. Unsere persönliche Strategie ist der Vulkan von Phaimos. Da in die erste Stage gehen und mit euren Monstern leveln, das ist der Shit. Und hier kommt dann auch wieder der gute alte Magieritter ins Spiel. Wir haben euch nämlich schon in den ersten beiden Tutorials davon erzählt, dass der Magieritter mit dem Element Wasser, den ihr ja durch die Kampagne bekommt, und zwar in der zweiten Stage, beziehungsweise in dem zweiten Abschnitt, dass dieser sich besonders im Early Game unglaublich gut dafür nutzen lässt, um zu farmen. Da wir beim Vulkan generell Feuermonster haben, vor allem in der ersten Stage, haben wir hier die Möglichkeit, mit unserem Wassermonster richtig gut reinzuhauen. Und wenn ihr dann sogar noch auf die Idee kommt, die richtigen Runen zu verwenden, dann kann rein theoretisch der Magieritter sogar einige Stages komplett alleine machen. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis an der Sache, ne? Ihr nehmt den Magieritter mit als Leader und füllt den Rest eures Teams mit allen Lobobs auf, die ihr habt und aufwerten wollt. Der Magieritter reißt das Ding völlig alleine durch. Selbst wenn die anderen Viecher sterben, kriegen die XP, GG, EZ, WP. Genau. Je nachdem, wie stark euer Magieritter ist, kann es allerdings auch bedeuten, dass ihr noch ein zweites starkes Monster benötigt, falls euer Magieritter noch nicht stark genug ist. Wir haben aber noch einen weiteren Tipp für euch. Wenn ihr ein Monster von eurem Freund zum Beispiel mitnehmt, der die Stage komplett easy alleine schafft, dann werden die Erfahrungspunkte auf lediglich eure drei Monster aufgeteilt. Und damit habt ihr natürlich auch nochmal einen zusätzlichen XP-Boost. Ja, und richtig clever ist dann natürlich, wenn ihr noch einen XP-Boost mitnehmt. Die gibt es ja im Shop und überall woanders kriegt man immer mal wieder hinterhergeschmissen. Wo genau, das haben wir euch im letzten Tutorial verraten. Ist aber natürlich super clever, das zu machen, geht dann halt einfach doppelt so schnell. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Phase 1, mit dem Magieritter in den Vulkan von Phaimos gehen. Phase 2, Phase 3, Profit. Genau so geht das. Und die anderen Wege, wie ihr eure Monster stärker machen könnt, erklären wir euch jetzt mal direkt am Beispiel des Magieritters, damit ihr dann in Phaimos Vulkan gehen könnt und so richtig schön Rambazamba machen könnt. Thema Erweckung. Wir haben gerade über den Magieritter gesprochen und die Erweckungsform vom Magieritter ist Lapis. Dadurch steigen nicht nur die Standardwerte des Charakters, sondern dadurch wird auch der Skill Klingenflut verstärkt. Und für die Erweckung, das haben wir auch schon in einem vorangegangenen Tutorial erklärt, benötigt ihr Essenzen, hierbei Magieessenzen als auch Wasseressenzen. Die Erweckung ist aber, wie gesagt, unabhängig von der Entwicklung. Verwechselt die beiden nicht, ist mir ständig passiert. Bei der Entwicklung verfüttert ihr Monster desselben Sterne-Levels an das Monster, was ihr entwickeln wollt, und erhöht damit sein Maximallevel. Bis zu 6 Sterne kann so ein Monster dann haben. Das bedeutet Maximallevel 40. Mhm. Das macht allerdings nicht bei jedem Monster Sinn. So ein Level 1-Pilz braucht ihr jetzt mit einem Stern nicht unbedingt auf 6 Sterne hochziehen. Das lohnt sich tatsächlich nur bei den stärksten Monstern. Entwickelt ihr eure Magieritter bzw. Lapis zum Beispiel von 4 auf 5 Sterne, bedeutet das, dass ihr insgesamt 4-mal ein 4-Sterne-Monster verfüttern müsst, damit eben 5 Sterne Lapis bzw. 5 Sterne Magieritter daraus hervorgehen kann. Damit steigt das Maximallevel des Charakters auf insgesamt 35. Hierbei muss man ganz wichtig erwähnen, nutzt entweder die Regenbogenmons, die werden euch tatsächlich oftmals hinterhergeschmissen, die eignen sich dafür perfekt, indem ihr die einfach levelt, und niemals 4-Sterne-Monster, die ihr zum Beispiel direkt aus einer mystischen Schriftrolle gezogen habt. Ihr wisst noch gar nicht, was ihr mit denen vielleicht anfangen könnt im späteren Spielverlauf oder ob ihr die vielleicht sogar für eine Fusion benötigen könntet. Ja, wenn ihr das macht, hauen wir euch auf die Finger. Kommt persönlich vorbei und hauen euch auf die Finger. Keine Nat-4-Monster verfüttern. Gerade bei stärkeren Monstern wird es aber, ja, ich garantiere mal, nicht so häufig dazu kommen, dass ihr dann Duplikat oder vielleicht sogar dreimal dasselbe Monster habt. Deswegen spart euch eure Devilmons für die wirklich starken und wichtigen Monster später auf. Macht nicht denselben Fehler wie ich, als ihr, ich war frisch im Spiel und hab direkt mal eine Devilmon
an den Level-1-Pilz verfüttert. Autsch, aber ja, wir haben ja tatsächlich noch eine krasse OP-Rune, die der gute Olli gezogen hat. Ja, ist ein gutes Thema. Gerade das Thema Runen ist ein sehr komplexes, so komplex, dass selbst die Profis sagen, es ist egal, welche Monster du hast, mit den Runen kannst du alle fit fürs Endgame machen. Und damit ist klar, für das nächste Tutorial werden wir uns komplett mit sämtlichen Runen auseinandersetzen. Wo bekommt man sie her? Welche Kombinationen funktionieren gut? Und wo zur Hölle gibt's die krasse OP-Rune, Olli? Damit ihr aber zum Thema Runen nicht ganz leer ausgeht, gibt's von uns noch zumindest diesen einen Tipp. Levelt keine 3-Sterne-Runen über Stufe 6 und vor allem levelt die Runen auf Plätzen 2, 4 und 6 bis Stufe 6, aber nicht drüber hinaus. Warum, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Ah, Olli, ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon richtig auf die Kommentare unter dem Video. Oh ja, ich auch. Ich bin auch echt so froh, dass unsere Community so erwachsen und so dankbar mit dem Thema Placements umgeht. Und jetzt zum Schluss klickt ihr bitte alle einmal auf den Affiliate-Link in der Videobeschreibung.